Benjamin Lanzinger, lass uns kurz über dieses Wahnsinns-Comeback in Linz kurz sprechen. Wie hast du das erlebt? Ja, es war ein super Erfolg für uns. Ich glaube, wir haben auch bis zum Schluss an uns geglaubt und das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg dann. Kann das auch einen Boost auslösen, einen richtigen, dass man sagt, jetzt erst recht, jetzt wissen wir können jedes Spiel gewinnen, auch in noch so aussichtslosen Situationen? Ja, hoffentlich. Wir müssen mal weiter so hart arbeiten und an uns glauben und dann werden hoffentlich die Punkte auch kommen. Du gehörst sozusagen zu den jungen Wilden im VSV-Dress, spielst heuer eine absolute Top-Saison, hast schon 5 Treffer erzählt, übrigens gleich so viele Tore wie in der ganzen vergangenen Saison. Was ist das Geheimnis heuer des Erfolgs? Ich glaube, ich kriege heuer ein bisschen mehr Vertrauen als in den letzten Jahren. Ich habe mehr Eiszeit und auch ich wäre im Powerplay eingesetzt. Das hilft natürlich auch, wenn du dann mit 2 Top-Ausländern zusammenspielst. Und ja, ich hoffe, ich bekomme das Vertrauen weiterhin und ich hoffe, ich kann der Mannschaft weiter so helfen. Dein Vater Günther Lanzinger ist eine VSV-Legende, hat 283 Tore erzielt. Da fehlt noch ein bisschen. Aber wie ist das so zu Hause? Wie kann man sich das vorstellen? Holt man sich da vielleicht auch den einen oder anderen Tipp von ihm? Ja, ab und zu nach die Spiele sagt er mir schon, was ich besser machen kann, aber großteils schaue ich, wenn ich daheim bin, einmal, dass ich weg vom Eishockey komme und ein bisschen abschalte. Also da wird nicht so viel über Eishockey geredet. Jetzt geht's gegen Fehervar, da hat man heuer schon 2-mal verloren. Wie kann man die Ungarn schlagen? Was könnte das Rezept sein? Ja, wir wissen, es ist eine sehr starke Mannschaft. Die haben 2-mal schon auswärts gegen die gespielt, aber ja, wir müssen mal weiter 60 Minuten an unserem Spielplan dranbleiben und dann wird das hoffentlich Erfolg für uns. Danke dir.